Hallo und schön, dass ihr wieder da seid bei meinem kleinen Blog Redaktion 42. Freut mich. Als ich Ready Player One im Kino sah, war ich von dem Motorrad aus Akira schwer begeistert. Ich erinnerte mich daran, wie sehr ich meinen ersten Anime auf VHS damals geliebt hatte. Akira, hier die DVD-Fassung, war anders als die meisten Trickfilme, die ich bis dahin gesehen hatte. Das Wort Anime kannte ich als Jugendlicher noch nicht. Und trotzdem war ich von der Machart des Films angetan. Akira gehört heute zu den großen Klassikern des Genres. Und ich hatte den Film in einer örtlichen Videothek mit seinem interessanten Cover hier gesehen und ausgeliehen. Es muss so, ich glaube, mal 92 gewesen sein. Ja, und auf der Recherche zu Akira fiel mir das Buch in die Hände mit dem Titel hier: Otomo, a Global Tribute to the Mind Behind Akira. Und hier verneigen sich in dem Buch Künstler aus aller Welt vor dem großen Werk von Otomo und interpretieren Akira auf ihre Weise. Der Schwerpunkt dieser Hommage sind Zeichnungen aus dem frankophilen Umfeld. Von den meisten Künstlern habe ich zu meiner Schande noch nie etwas gehört. Aber ich mache die unterschiedlichen Herangehensweisen an Akira, das habe ich sehr gemocht. Interessant ist, dass auf jedem dieser Bilder, ja, hier auch das rote Motorrad zu sehen ist. Also hat sich dieses Gefährt nicht nur in mein Gedächtnis eingebrannt, sondern in eine Art kollektives Filmgedächtnis. Und ich fand hier ein schönes Zitat gut. Once create, a piece of art must stand on its own, apart from the artist, hat Otomo selber gesagt in dem Nachwort dieses Buches. Die Kultur des Pop-Arts hat sich durch Akira komplett geändert. Der Anime und die Mangas haben ihre Spur hinterlassen und es ist ein Verdienst des französischen Zeichners Vernon Peters, dass dieser Band voller gewaltiger Bilder für uns als Fans vorliegt. Das Buch ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Links hier die Biografie des jeweiligen Künstlers, rechts die jeweilige Interpretation von Akira. Dabei handelt es sich um Strichzeichnungen, opulente Werke, naive Bilder oder hintergründige Gemälde, je nach Geschmack und je nach Sichtweise auf diesen legendären Film. Das 168-seitige Buch war ursprünglich als limitierte Ausgabe für ein Comic-Festival gedacht, auf dem Otomo den großen Preis des Jahres 2015 erhielt. Aber Gott sei Dank ist dieses Buch im März 2017 als Buch rausgegeben worden für den Rest von uns. Und dafür gebührt dem Verlag unser herzlicher Dank. Schaut rein, als Fan von Akira werdet ihr begeistert sein. Wenn es euch gefallen hat, den Like wie immer und abonnieren wäre auch nicht schlecht. Ich danke euch und jetzt gucke ich mal wieder einen Film an. Macht's gut.